gilt die Rentenerhöhung zum 1.7.2023 auch dann, wenn ich erst nach dem 1.7.2023 eine Altersrente beziehe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute eine ganz interessante Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de. Ich lese mal ganz kurz vor. Wenn man nach dem 1.7., also zum Beispiel nach dem 1.9. in die vorzeitige Rente für langjährig Versicherte geht, hat man dann etwas von der Rentenerhöhung am 1.7.2023? Vielen Dank. Die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Natürlich bekommen Sie, wenn Sie Ihre Rente zum 1.9.2023 bekommen, dann die Rente mit den aktuell am 1.7. geltenden Rentenwerten berechnet. Das heißt also, wenn wir zum 1.7.2023 eine Rentenerhöhung bekommen, dann wird Ihre Rente, wenn Sie diese zum 1.9. erstmals bekommen, mit den neuen Rentenwerten berechnet. Das heißt für Sie, die persönlichen Entgeltpunkte, die bei der Rentenberechnung für Sie ermittelt werden, werden dann mit dem entsprechenden Rentenartfaktor, bei einer Altersrente ist es 1,0, und den neuen Rentenwert Ost und oder West berechnet und daraus ergibt sich dann Ihre Monatsbruttorente. Also bitte keine Sorge haben, wer wessen Rente später, also später nach dem 1.7. beginnt, der bekommt selbstverständlich auch seine Rente mit den neuen, erhöhten, hoffentlich deutlich erhöhten Rentenwerten zum 1.7. berechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.